Ja, herzlich willkommen zurück zu The Captain, zur zweiten Folge dieses Let's Plays. In der ersten Folge sind wir so ein bisschen gestartet und ich würde heute ganz gern unter den gesetzten Prämissen, die wir beim letzten Mal festgelegt haben oder ich mir festgelegt habe für diesen Run, gar nicht so viel Zeit verlieren und gleich ins Spiel einsteigen, weil man da schon sehen wird, dass die Entscheidungen, die man treffen muss unter solchen Prämissen, nicht die einfachsten sind. Wir haben das Spiel verlassen, als wir Klassis gerettet haben vom Wüstenplaneten. Und ich würde ganz gern von hier aus mal schauen, wo die Reise hin weitergeht. Wir sind im Moment noch auf dem Wüstenplaneten und wir spielen ja unter den Prämissen, dass wir so schnell wie möglich zur Erde kommen wollen und so viel wie möglich von der Erde retten wollen, inklusive unserer Frau Sarah, die auf einer der Orbitalstationen ist. Und diesen Prämissen müssen wir sehr viel unterordnen. Das heißt, wir werden sehr viele Entscheidungen treffen müssen, die möglicherweise ethisch und moralisch fragwürdig sind, aber ich möchte das gern tun. In dem ersten Durchlauf habe ich versucht, allen zu helfen, um dann festzustellen, dass mir ein wenig das Ziel aus den Augen gegangen ist und ich nicht mehr so stark den Fokus auf dem eigentlichen Thema hatte. Ich will versuchen, die Folgen immer ungefähr bei einer Stunde laufen zu lassen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich denke, der Captain wird uns da an der einen oder anderen Stelle überraschen, aber schauen wir mal. Auf dem Weg zu VL627, das ist die nächste Station, die wir ansteuern können, befindet sich ein Händler. Und man kann noch ohne, dass man hinfliegt, schauen, welche Produkte er anbietet. Und dafür muss man wissen, dass die Währung, die hier eingesetzt wird in dem Spiel, immer extrem knapp ist. Eine sehr knappe Ressource. Und ich brauche, um die Orbitalstation zu verteidigen, vor allen Dingen Sternfragmente und Tromium. Sternfragmente sind ein sehr seltenes Gut. Schauen wir uns das mal an. Sternfragment, nicht wirklich ein Fragment eines Sterns. Sternfragment ist nur der populäre Name für die spektakuläre Verbindung aus überhitztem Tromium und Wasserstoff. Zusätzlich zu seinen offensichtlichen Energieeigenschaften wurde es in der Vergangenheit oft in verschiedenen Artefakten wegen seiner natürlich vorkommenden Resonanz verwendet. Also, und aus diesem Sternfragment und dem Tromium kann ich eine Reihe von Waffen bauen, die mir bei der Verteidigung dieser Orbitalstation helfen. Und deswegen brauche ich diese Sternenfragmente. Das ist tatsächlich entscheidend. Und wie man sieht, könnte ich mir zwar jetzt bereits eins kaufen, aber ich brauche eben noch ein anderes Produkt. Und zwar brauche ich das Maschinen-Upgrade auf Stufe 2, das heißt, um mich schneller fortbewegen zu können. Und dafür reicht mein Geld hinten und vorne nicht. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich, wie beim letzten Mal schon so angedeutet habe, ohne Kämpfe spielen werde. Und das heißt, dass ich alles verkaufe, was an Bewaffnung oder Verteidigungseinrichtungen auf diesem Schiff ist, sodass ich so ein bisschen daran reiche, was ich tatsächlich brauche, also nämlich Sternfragmente und Tromium und vor allen Dingen Maschinen-Upgrades. Okay, wir gucken nochmal schnell. Man kann bestimmte andere Dinge noch verkaufen, die an Deck sind, aber es ist natürlich immer so eine heikle Nummer, zu sagen, wollen wir das umsetzen oder nicht. Und ich werde versuchen, auf Nummer sicher zu gehen und die Dinge mitzunehmen, die ich sicher habe, von denen ich weiß, was ich kriege dafür und ob mir das für das Erreichen meines Ziels reicht. Ich will aber jetzt nicht zu dem Händler hinfliegen, denn ich möchte eher zu VL627 fliegen. Der ist nämlich ziemlich interessant. Dieser Planet ist das Eigentum der AAE Corp. Er befindet sich derzeit im ELD-Modus. Halte dich fern und vermeide den Kontakt. Das klingt danach, als ob man hier etwas holen könne. Und deswegen schauen wir uns jetzt den Planeten an und reisen genau dahin. Kurs gesetzt auf VL627, voraussichtliche Ankunft 24 Tage. Da sieht man schon so ein bisschen, wie die Uhr im Hintergrund tickert und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, dass der Sonnenplaster sich auf dem Weg zur Erde befindet. Aber die Reise können wir ein bisschen abkürzen, also wir müssen jetzt nicht hier das alles nachvollziehen. Am Tag 2.
Hey, Captain. Konntest du schon herausfinden, wo die Bulgitos abgestürzt ist? Ach, das ist das Schiff von Classis. Ja, ich glaube, das habe ich. Wie bereits gesagt, waren wir auf dem Weg ins Prestina-System, als das alles passiert ist. Ich habe wie immer an meiner Station gearbeitet und die Spannungsstrahlen zwischen den internen Antriebsspulen überwacht, als plötzlich Peng. Hey, du hast mich erschreckt. Oh, aber es war sehr, sehr laut. Peng. Hey, hör auf damit. Haha, tut mir leid, ich musste es einfach noch einmal versuchen. Wie auch immer. Nun, ich habe sofort die Ereignisprotokolle des Schiffes überprüft. In der Fraktionsfeldkammer war es zu einem katastrophalen Ausfall gekommen. Die Explosionen begannen, alle um ihr Leben liefen. Ein bisschen eigenwillige Grammatik. Kurz darauf kam der Befehl, das Schiff zu verlassen. Also rannte ich einfach zur nächsten Rettungskapsel. Ich hörte, wie die Leute schrien, dass die Kapsel nicht funktionieren. Es war das totale Chaos. Ich bin einfach in eine kleine Ein-Personen-Kapsel gesprungen und habe sie gestartet. So bin ich entkommen. Wie bist du auf diesen Wüstenplanet gelandet? Also, ich trieb wochenlang in dieser kleinen Kapsel umher, als plötzlich etwas anfing, mich in eine neue Richtung zu ziehen. Ich habe mehrere Gravitationswellen registriert, die viel größer sind als alles, was ich je zuvor von einem Planeten gesehen habe. Ich konnte nichts tun. Nach einiger Zeit kam ich auf diesen Planeten, wo du mich gefunden hast. Ach, so ist wahrscheinlich auch die Energiekapsel dort gelandet. Ich wurde auf eine sehr unnatürliche Weise nach unten gezogen und stürzte Minuten später in den Sand. Wie weit bist du durch den leeren Raum getrieben? Anscheinend ziemlich weit. Ich habe die berechnete Position der Bulgitus hier. Toll, könntest du die Gegend zur Sternkarte hinzufügen? Okay. Das liegt ja faktisch auf dem Weg. Gut, dann. Oh, der Standort der Bulgitus. So. Wir fliegen aber weiter Richtung VL 624. Ach cool. Guten Tag, Captain. Ja, Schiff. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Ja, komm, dann steh auf. So, wir kürzen den Weg mal. Obwohl, nein, wir gehen einmal durch. Das ist das Mannschaftsquartier. Ach, es ist schon irgendwie schön entspannt. So, geben wir den Kommandosessel. So. Schiff. Ja, Captain. Was kannst du mir über diesen Stein erzählen? Eigentlich nicht so viel. Ich kann nur an einem einzigen Ort auf dem ganzen Planeten Lebenszeichen finden. Und sie kommen alle aus dem Inneren des großen Gebäudes da unten. Okay, danke. Großer Gebäudestandort. Kontaktieren wir erstmal. Baue Verbindung auf. Du befindest dich im Orbit von AAI-Anlage 13. Dieser Planet und alles, was sich in der Atmosphäre oder auf seiner Oberfläche befindet, gehört der AAI-Kooperation. Diese Einrichtung ist derzeit im ILD-Modus. Im Rahmen des Abkommens über die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von 2212, wir raten dir, keine weiteren Versuche zu unternehmen, diese Einrichtung zu kontaktieren. Für weitere Informationen wende dich bitte an das AAI-Hauptkundenbüro im Parstate-System. Einen schönen Tag noch. Jetzt sind wir einmal hier. Vielleicht gibt es was zu holen im Gebäude. Das Verhalten der feindlichen Schiffe in einem Kampfszenario zu leben. Ah, schön. Die Landesquests. Das ganze Schiff sieht aus wie das kleine Shuttle nur gedreht. So, herzlich willkommen auf VL 624. Bruder, es ist kalt hier. Ich habe die Temperatur auf minus 3 Grad Celsius in der aktuellen Höhe gemessen. Das würde das Bruder-Gefühl erklären. Ich kann eine Minustemperatur von minus 200 Grad aushalten und trotzdem noch gut funktionieren. Das ist faszinierend, Shuttle. Einverstanden. Ich schaue mir das genauer an und versuche in die Anlage zu kommen. Ich hätte einen Mantel mitnehmen sollen. Ja, dann.
Was haben wir hier? AAI-Behälter. Nur ein Behälter. Auf der Seite steht AAI. Kannst du es öffnen? Nichts passiert. Es muss abgeschlossen sein. Eingangstür. Es gibt einen großen Metallschalter. Er ist mit der Haupttür verbunden. Das blinkende Licht sagt mir, dass es hier Strom gibt. Na gut, dann öffnen wir mal die Tür. Ah, sieht schon sehr gruselig aus. Das sieht schon sehr... Ach nee. Hier drin ist es wärmer. Ich bin froh, dass ich keinen verdammten Mantel mitgenommen habe, den ich herumschleppen muss. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Wo sind alle? Das sieht aus wie eine Laderampe oder eine Art Hangar. Es ist zu dunkel, um wirklich etwas zu sehen. Stromhebel, das können wir doch mal... Versteckte Anlage auf einem Planeten in Quarantäne mit Metallschutztüren und... Hier findest du alle Sicherheitsinformationen zu diesen gelben Einheitsladern. Hier steht... Einheitslader. Für den Betrieb der Maschine ist ein Führerschein der Klasse D erforderlich. Warnung, rotierende Spindeln und defekte Kolben können dich beim unsachgemäßen Gebrauch schneiden, quetschen oder anderweitig schwer verletzen. Nutze immer einen Sicherheitsgurt, wenn du die Maschine bedienst. Es gibt auch eine Reihe sehr gut gestalteter Icons, die überraschenderweise grafisch zeigen, was alles schiefgehen kann. Es gibt eins, bei dem ich glaube, dass der Kopf abgeflacht ist. Ouch. Na super. Jetzt haben wir hier das Terminal. Das benutzen wir mal. Anlage in Notabschaltung versetzt. Die Systeme bleiben im ILD-Modus, bis die AAI-Sicherheitsabteilung die allgemeine Routine wiederherstellt. Okay. Startsequenz des Terminals. System in den sicheren Modus versetzt. Alle Aufzüge der Sicherheitsstufe 4 werden aktiviert. Intercom. Keine Kommunikation aktiviert. Eieiei. Ladeboot, da sind wir gerade. Sicherheitsbüros. Labor 12 bis 15. Kryogenik. Das sieht ja, das geht ja gut los. Und Area 51. Eindeutig der Schalter für die Tür eröffnet und schließt die Haupttür. Ne, wir lassen die mal lieber offen, oder? So, was ist das? Industrieventilator. Müssen wir vielleicht nicht die Hand reinhalten. Aber den Fahrstuhl können wir jetzt benutzen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich hatte schon erwähnt, dass ich sehr, sehr schwer Gruselfilme sehen kann. Ne? Also als Kopfkino für mich ist echt ein Problem. Das sieht schon aus wie Alien. Okay. Na super. Bevor ich hier in irgendwelche Messer laufe, was ist das? Markierungen, Schildtür, Stromgriff. Okay. Voila. Es wird Licht. Was waren das für... An dieser Wand gibt es drei deutliche Gratspuren.
Ich sage es nur ungern, aber sie sehen aus, als wären sie von einem Tier gemacht worden. Et voilà. Aber ich brauche Ressourcen, ich brauche Geld. Ich könnte jetzt jederzeit in den Aufzug gehen, reinfahren, mich ins Shuttle setzen, wegfliegen, wäre es gut. Als wäre nichts passiert, aber ich brauche Geld. Was war das? Shuttle, hast du das gespürt? Ja, Kumpel, es wurde eine 3,4 auf der Richterskala registriert. Das noch. Na, wir lassen uns mal nicht mehr irren. Wir gucken jetzt erstmal durch. Vielleicht geht's ja schnell. Auf dem Schild steht Chefarzt Dr. Cake. Gehen wir mal rein. Hallo? An der Tür steht Chefarzt Dr. Cake. Hier ist es unheimlich leer. Wo sind alle? So, das können wir uns ja anschauen. Vor allen Dingen, wozu ist diese Anlage da? AI ist ein stolzer Teil der Zukunft der... der humanoiden Evolution. Zur Evolution beizutragen ist Teil der Evolution. Okay, also wir haben hier einen abgeschlossenen Komplex auf irgendeinem Planeten, VL624, von irgendeiner Kooperation, die aussieht wie Alien und in der Menschen offensichtlich genetische Experimente machen. Aber das hätte jetzt irgendwas anderes sein können, was Schönes, ne? Also wo man irgendwie hingeht und... Schauen wir uns mal den Safe an. Es ist ein Safe, der in die Wand eingebaut ist. Rechts daneben befindet sich ein Tastenfeld. Ich vermute, dass man dort den Code eingeben muss. Entschuldigung. Um ihn zu öffnen. So ist es immer. Ich werde keine Zeit damit verschwenden, sie ohne den Code zu öffnen. Ja, das ist nachvollziehbar. Aber was haben wir sonst? Was ist das hier? Ein Stiftebecher. Es ist ein Stiftebecher, aber hier gibt es keine Stifte. Allerdings ist unten etwas drin. Volltreffer. Ich habe mir gerade eine Art AAE-Snack-Automatenmarken besorgt. 3 Stück, um genau zu sein. Jetzt muss ich nur noch die Maschine finden, die sie annimmt, und wir können ein kleines Picknick machen. Ach, wie schön. So, was haben wir hier? Fallakten. Dr. Hirsche, männlich. Haarfarbe, Regenbogenfarben, Augenfarbe grau, Gehirnwellenfrequenz 130. Jetzt noch eine Fallakte. Die nehme ich mal mit. Scheint zu gehen, ist eh niemand da. Und jetzt schauen wir mal an, was es ist. Dr. Hirsche, dann haben wir Dr. Trump und Dr. Cake. Ah, okay. Der gehört hier das Büro. Dr. Lynn Cake, weiblich. Haarfarbe blond. Augenfarbe grün. Gehirnwellenfrequenz 116. Also der eine sieht aus wie ein Regenbogen. Der zweite hat blonde Haare. Und Dr. Trump. Und das wird ja relevant sein, wenn das hier so auffällig platziert ist. Haarfarbe braun. Augenfarbe blau. Gehirnfrequenz 117 Hertz. Okay, 117 Hertz. Das ist ein gut aussehender Kerl. Das muss Mr. Cake sein. So, schauen wir mal. Sicherheit ist da hinten. Okay, wir gucken mal weiter. Das ist das nächste Büro. Auf dem Schild steht Dr. Trump.
Es gibt ein paar gerahmte Fotos von einem jungen Mann. Das große Poster fasst die verschiedenen Biokonservierungstechniken zusammen. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. George Orwell. Weiteres Zeug. Was haben wir noch? Keycode-Konsole. Es ist ein Ziffernblock für die Wandluke nebenan. Also für diese hier. Ich kenne den Code nicht. Was haben wir noch? Ihr geht, es ist ein großes Gehirn in einem Glasbehälter. Er hat eine kleine Metallplakette am Fuß, auf der steht: Du hattest einen wunderbaren Verstand in Erinnerung an meine Liebe, Dante Trump. Oh mein Gott. Ich glaube, jemandem fiel es schwer loszulassen. Wer könnte denn das sein? Es ist ein menschenähnliches Skelett in Lebensgröße. Oben auf dem Stützraum befindet sich eine Plakette. Du machst wohl Witze. Du hast mir Halt und Unterstützung gegeben. Ich werde dich nie verlassen, meine Liebe. In Erinnerung an dann den Trump. Okay, wer auch immer. Also, Dr. Trump scheint. Ich denke, wenn du jemanden wirklich liebst. Düse. Metalldüse ist mit kleinen grünen Lampen gefüllt. Das sieht aus wie eine Dusche. Es ist mit einer Art elektrischem Scharnier befestigt. Was ist das? Eine Kette? Die Kette ist mit dem Griff. Ist der Kette mit dem Griff? Okay. Mensch, das Skelett hat man schon eine Tür. Die Tür rührt sich nicht. Aber es gibt ein Tastenfeld. Ich glaube, mit dem Code kennen, damit das sich öffnet. Okay. Und dann haben wir noch den Aktenschrank. Persönlich. Ich habe einen ganzen Monat lang eingeschränkten persönlichen Zugang im Labor 13 beantragt. Der Antrag wurde von Chef Dr. Cake abgelehnt. Ich habe eine offizielle Beschwerde beim Vorstand eingereicht. Okay. Die Experimente in Labor 12 wurden für die Dauer des Jahres in Labor 13 verlegt. Alle Exemplare aus Labor 12 wurden in die Population des neuen Labors 14 integriert. Das ist sehr technisch alles. Mal schauen. Labor 14 ist eingerichtet, okay. Und ein zu strenger DNA. Jetzt haben wir festgestellt, dass dieses Verfahren mehr anfällige Stammzellen injiziert. Anfängliche Stammzellen. Der Test ist fehlgeschlagen. Okay, also die machen wirklich, wirklich genetische Experimente hier. Wir schauen mal weiter. Was haben wir da? Stammzellen. Okay. Wenn es jetzt nicht so interessant ist, lese ich jetzt nicht alles vor. Okay. Die Saab hier wachte früh auf, bevor ein Beruhigungsmittel verabreicht werden konnte. Nach einem anfänglichen Schock von der Saab hier, als sie feststellte, dass ihre oberen Extremitäten abgetrennt worden waren, konnte sie mit einem starken D-Schuss ruhig gestellt werden. Katze und Xavier tut, als machen Tierexperimente. Offensichtlich gibt es auch Bakterienkulturen. Weiterer Fehlschlag. Beide Exemplare litten stark, bevor sie vollständig abgeschaltet wurden. Der Schwefel wird überhitzt bei der ersten Injektion. Ein bisschen gruselig ist das schon. Es ist wirklich. Protein und RNA bauende Enzyme. Okay. Komm, ein negatives Testergebnis. So. Zahnlose Bakterien. Bakterien und Viren ist auch so ein Setting. Da hatten wir schön Resident Evil gleich im Hinterkopf. Ah, was ist das? Ich habe Area 52 geöffnet, mit einer Zugangsstufe von 4. Dr. Cake findet es schwer zu glauben, dass sie als leitende Wissenschaftlerin keinen vollen Zugang zu ihrer eigenen Station haben sollte. Ich
Ich habe den Vorstand kontaktiert und warte auf eine Antwort. Okay, das hatten wir gerade. Okay, Area 52. Und Cake und Chum scheinen nicht so gut miteinander klarzukommen. Der erste Test in der neuen Area. Ah, okay. Der erste Test in der neuen Area 52 war ein großer Fehlschlag. Die Kombination des vorentwickelten Genoms der Katze D12. Also wenn sich jemand gefragt hat, wo die Kratzer herkommen an der Wand. Mit dem neuen eingetroffenen Exemplarcode im Name Sapir endete fast augenblicklich mit einem totalen Zusammenbruch der Chorfunktion. Ah, das ist ja widerwärtig. Augenscheinnahme der neuen Exemplare. Drei verschiedene Arten mit allen Gesundheitswerten. Dr. Cake und Dr. Hershey erhoben Einwände gegen die Einführung der neuen Exemplare ohne vorherige Genehmigung. Ich bestand darauf, die Kammern geschlossen zu halten, um unnötige Nachfragen zu vermeiden. Okay, also Cake und Hershey scheinen an einem Strang zu ziehen. Mit dem neu kalibrierten Extraktor entdeckte ich, dass sich das biologische Exemplar sehr ähnlich wie einen Menschen reproduzieren konnte. Okay, Dr. Trump hat eigenwillige Hobbys. Ich habe Dr. Hershey aus meinem Team entfernt. Ah, genau. Da geht es los. Ich habe Dr. Hershey aus meinem Team entfernt. Seine wachsende Sorge um Area 52 behindert mich. Ich werde mich in Zukunft voll und ganz auf die mir übertragenen Aufgaben konzentrieren. Naja. So. Freud. Ich habe mein privates Projekt Proid heute Nachmittag von AAI-Ingenieuren in meinem Büro installieren lassen. Ich werde noch in diesem Monat mit den Experimenten beginnen. Gut, da haben wir's. Proid-Kammer. Okay. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Cake und Hershey kommen offensichtlich mit Trump nicht klar. Und Trump macht nicht nur eigenwillige genetische Experimente in der Area 52, wobei ihn alle behindern oder sie alle behindern, sondern hat nebenbei im Büro auch noch irgendeine Maschine, die irgendwas anderes tut. Die ersten Versuche mit der Grundfunktion der Maschine sind vielversprechend, aber es sind weitere Kalibrierungen erforderlich, bevor zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Ich habe Dr. Won Twoon in die Kammer bekommen. Ich musste ihn austricksen und ihm sagen, dass ich ein technisches Problem habe. Ich führte einen Test durch, einen Reset-Test durch. Einen Reset-Test. Während er drinnen war, er hat funktioniert. Er ist jetzt unter meiner vollen Kontrolle. Okay, das ist. Aber wir lesen mal erstmal die letzte Karte noch. Dr. Hershey droht damit, mich bei der Universellen Organisation für Ethik zu melden. Ich musste bei ihm Droid einsetzen. Mit Erfolg. Okay. So wie das aussieht mit der Dusche mit. Das ist es vielleicht so eine Art. Manipulationskontroll, Gedächtnis, Löschmaschine. Das ist ja komplett wahnsinnig. Okay, möglicherweise haben wir irgendeine 3 Meter große Katze rumlaufen, die aussieht wie Alien 4. Und eine Wissenschaftlerin, die mit Gedankenmanipulation Experimente macht. Okay, Sicherheit. Das sieht nicht so aus, als ob man das irgendwie einfach betreten könnte. Es ist ein Zugangspanel zur Tür. Ich bräuchte einen Zugangsstick mit der richtigen Sicherheitsstufe, um hier reinzukommen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich Licht brauche. Ne, das sieht gut aus. Das können wir so lassen. So. Was ist das hier? Es ist ein mittelgroßer Geräteschrank. Um ihn zu öffnen, bräuchte ich den richtigen Schlüssel. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Gut, jetzt gehen wir mal nach draußen. Na, jetzt geht's. So. Rechts ist das Labor. Area 52. Sicherheitsstufe 4 erforderlich. Kein Zutritt für nicht notwendiges Personal. Unter dem Schild ist ein kleiner Zettel angeklebt. Da steht: Dieser Bereich der Station wird vorübergehend von Forschungsteam Beta beschlagnahmt. Anordnung von Dr. Fran Trump. Im Übrigen macht mich das verrückt. Das ist eine Frau, ne? Und die wird hier permanent mit maskulinen Formen geführt. Würde ich immer im Kopf haben, dass es ein Mann ist. Also wenn ich ab und zu mal er sage, verzeiht es mir. Zugangsschlitz. Das ist wie oben. Das scheint das Zugangspanel zur Tür zu sein. Allerdings gibt es keine Tasten. Nur ein Steckplatz für einen Zugangsstick. Okay. Und das, was ist das hier? Das sieht aus wie ein biometrischer Scanner. Ich denke, es funktioniert, indem es eine Reihe von biologischen Datensätzen scannt, um festzustellen, ob der Nutzer die richtige Sicherheitsstufe hat. Die einzige Möglichkeit, den Aufzug zu öffnen, ist, ihn so zu manipulieren, dass er glaubt, ich hätte diese Sicherheitsstufe. Dann probieren wir es doch mal aus. Augenfarbe akzeptiert. Ach, die passt zufällig. Okay, ich habe also blaue. Subjekt Hirnwellenfrequenz abgelehnt. Subjekt DNA abgelehnt. Okay. Wer hatte den Zugang zur Area 50? Die Trump hatte Zugang zu der Area 52. Okay, wir sind in ihre biometrischen Merkmale. Das stand ja in der Akte drin. Charm. Also, Augenfarbe hat er nicht gefangen. Ja, aber Augenfarbe blau, Gehirnwellenfrequenz 117 und Charm halt die DNA. Okay. Gut. Was ist das? Halt, was war das? Zeigt auf das Intercom, das Terminal. Ah, wenn Nachrichten da sind, scheint es zu blinken. Schaut mal. Layout. Okay, das ist die Karte. Da ist die Crew. Genetik. Area 52 und Intercom. Hey, ich fasse es nicht. Es sind keine blonden Haare.
Also das ist dann... Warte, Hirsche war ein Mann, ne? Hirsche war ein Mann. Dann ist es Dr. Trump. Hey, ich fasse es nicht. Hey. Ich habe den Aufzug gehört. Du bist hier und am Leben? Ja. Ich hatte schon befürchtet, dass alle entweder gestorben oder weggegangen waren. Ich sitze hier schon seit Tagen fest und brauche deine Hilfe, um rauszukommen. Seit Tagen? Was ist hier passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich sag's dir, sobald du mir hier raushilfst. Bist du allein hier? Nein, hier arbeiten 5 Wissenschaftler. Wo sind die alle? Nun, wie ich schon sagte und was offensichtlich sein sollte, ich sitze hier fest, ich kann es nicht wissen. Auf dem Terminal am Eingang stand etwas darüber, dass die Einrichtung für den Notfall gesperrt ist. Was? Nein. Das Kernsystem der Einrichtung hat einen fehlgeschlagenen Neustart durchgeführt und muss während des Starts fehlgeschlagen sein. Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie ein Quarantänelabor. Ja, genau. Was ist dein Argument? Du könntest mit einem außerirdischen Virus infiziert sein. Zum Beispiel. Was? Ist das dein Ernst? Nein, das Kernsystem der Einrichtung hat einen fehlgeschlagenen Neustart durchgeführt. Wie würde ich diese Tür öffnen? Geh hoch in mein Büro. Es befindet sich ein Stockwerk über diesem hier. Auf der Tür steht Dr. Cake. Du bist aber nicht Dr. Cake. Dr. Cake ist blond. Du kannst ja einen Zugangsstick aus meinem Sicherheitsschrank holen. Mit diesem kannst du den Sicherheitsraum der Einrichtung betreten. Das war der neben Trumps Büro. Von dort aus kannst du den ILD-Modus ausschalten. Dadurch werden die Labortüren entriegelt. Ich schaue mich mal um, warte ab. Oh, und noch etwas. Und hör gut zu, das ist wichtig. Dr. Trumps hat drüben in Area 52 ein provisorisches Labor mit hochflüchtigen Experimenten eingerichtet. Es befindet sich am linken Ende des Ganges. Unter normalen Umständen würde dir das Stick keinen Zugang zu Hochsicherheitsbereichen gewähren. Aber wenn die Station im ILD-Modus ist, ein Teil von Area 52 dient als Notunterkunft, wodurch die Sicherheitsstufe gesenkt wird. Verlier dich nicht und wandere nicht aus Versehen dort hinein. Was ist da drin? Mach dir jetzt keine Sorgen darüber. Nimm einfach den Stick und schließe die Tür im Sicherheitsraum auf. Oh, und der Code für das Schließfach lautet 4333. Verstanden. Okay. So, also was haben wir? Dr. Cake ist nicht da. Die mit der Person, mit der wir gerade gesprochen haben, ist eindeutig Dr. Trump. Und ich will wieder ein bisschen leise machen. Dr. Trump. Und also dunkle Haare. Cake hatte blonde Haare laut Akte. Sie schickt mich zu dem diesen Sicherheitsschlüssel zu holen aus Cakes Büro. Im Safe. Die Cake hat Stufe 3. Und nicht 4. Üblicherweise würde sie sonst nicht so, aber schauen wir mal noch hin, die hey, ich bin Zip. Das schreit alles so nach Alien. Labore, Gentechnik. Ich kann das nicht so gut. Okay. Gehen wir mal in den Aufzug. Fahren wir mal. Soll ich in die Area 52 gehen?
Also wenn hier irgendwo ein Alien rumläuft, ist es dort in Area 52. Die Frage ist, was mir das bringt. Ob ich irgendeinen Gegenstand dadurch bekomme, der mir weiterhilft. Hoffentlich. Cake war da. So, und jetzt haben wir diesen... Ach ne, das ist ja mit Code. Hier brauchen wir ja nicht... Hier brauchen wir ja den USB. So, öffnet er das Ding. Gut. Personalakte. Ich muss leider berichten, dass Dr. Trumps zunehmender Mangel an Respekt für ihre Kollegen zu einem Problem geworden ist. Sie kann sowohl verbal als auch körperlich ausfällig werden, sowohl mir als auch Dr. Hirsche gegenüber. Ihr Fachwissen im Bereich der DNA-Manipulation hat sie in Bereiche geführt, die eindeutig außerhalb der AAI-Richtlinie liegen. Weiteres führt sie in ihrem Büro eine Art privates Projekt durch. Ich habe Dokumente mit der Aufschrift Project Broid gesehen. Ist das eine genehmigte Arbeit? Okay, hier läuft ja einiges schief. Okay, jetzt nehmen wir den Zugangsstick. Verstanden. Dr. Cake sagte, ist es nicht Dr. Cake, ist Dr. Trump. Dass dieses Ding die Tür zum Sicherheitslabor öffnet und ich von dort aus die Labortüren entriegeln kann. Es würde mir auch Zugang zur Area 52 gewähren, hat sie gesagt, dass ich da nicht reingehen soll. Ich will da auch nicht rein. Ich will nicht in die Area 52 rein. Ich brauche 180 Währungszeug. Mehr will ich gar nicht. Nee, ich will nicht halt. Bleib stehen. Ich will nicht nach oben fahren. Ich will nicht nach Area 52. Oder doch? Dann probiere ich es da aus. Ich könnte es öffnen, ey. Ich gehe da nicht rein. Wenn da das Alien drin ist. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe da nicht rein. Was läuft dieser verrotteten Station dort da schon rum? Das muss ich. Gut, okay, aber ich brauche. Zumal ich auch nicht weiß, wo Cake hin ist.
jetzt, ich habe bis jetzt nur Drum gesehen. Die anderen Labore, da kam ich noch nicht rein. Na dann los. Ah ja, wenn ich jetzt den Stick hier benutze, also wenn ich das System ausschalte, Notverriegelung. Serverschrank ausschalten. Serverschrank. Das scheint identisch zu sein, aber es ist ein Serverriegel. So wie es aussieht, mangelt es dieser Einrichtung nicht an Rechenleistung. VLD-Modus. Das ist der Notverriegelungsmodus. Wenn wir den ausschalten. Labortüren geöffnet. Die Basis ist nicht mehr im ILD-Modus. Die Labortüren sollten jetzt offen sein. Gut. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay, das bedeutet, die Drum kann jetzt raus. Möglicherweise steckt die Kate woanders, aber ich werde... Ach, jetzt... Wow, dieser Ort ist wirklich unbeständig. Ey, der hat so die Ruhe weg. Ich würde hier laufen, ey. Aber wir gucken mal, ob die Tür zur Area 52 noch offen ist. Dann können wir noch überlegen, ob wir nochmal reingehen. Das wäre eigentlich schon ziemlich abgefahren. Aber ich will da nicht rein. Da ist mit Sicherheit, genau das Alien drin, das die Kratzer an der Wand hinterlassen hat. Oder das wartet unten in der Kryogenik. Ja, die Tür ist zu. Gut, da komme ich jetzt auch nicht rein. Okay. Das ist eindeutig Dr. Cake, würde ich jetzt mal vermuten. Drums ist weg, die war ja genau hier drin. Gott, was ist hier passiert? Ihr Kopf ist völlig zertrümmert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht dieselbe Person ist, mit der ich über die Sprechlage gesprochen habe. Diese Frau ist schon seit Tagen tot. Wer auch immer das getan hat, hat dafür gesorgt, dass er die Arbeit beendet. Der Geruch hier drin ist furchtbar. ID-Abzeichen. Dr. Lynn Cake. Und da ist der Code drauf. Daher hat ihn Trumps gewusst. Okay. Also Trumps hat sie wahrscheinlich getötet. Das Interessante ist, ich muss jetzt davon ausgehen, dass ich das weiß. Intercom. Hallo nochmal. Das ist der Serverraum. Könntest du bitte sofort in mein Büro kommen? Ja, es gibt ein... Okay, gut, bis bald. So, das dürfte ist der nächste Baustein. Schauen wir noch schnell, was hier so geht. Okay. Gefrierschrank. Stammzellenlager. Jeder Behälter im Inneren ist mit Schimmel bedeckt. Ich schätze, das wurde als nicht wichtig genug geachtet, um an den Notstrom angeschlossen zu werden. Sehr eigenartig. Ich habe eine Münze gefunden. Ah, und das ist der Verkaufsautomat. Was können wir da kaufen? Probieren wir mal. Ich kann kaufen... Nummer 1. Einen gefrorenen Joghurt. Noch.
einen Käsekuchen. Und was ist das? Stammzellenbilder. Ich frage mich, wer das da eingetan hat. Ah, ja, na gut, okay. Wir haben da. Das ist die ID-Karte von Dr. Kate. So, und. Genau, da ist Blut drauf. Das heißt, da haben wir eine DNA. Und wir haben. Stammzellenbehälter. Und die. Wie war das in den Akten? Das haben wir. Irgendwie haben sie mit Stammzellen und den. Ah! Was ist das? Genetische Mixer. Anleitung für die DNA-Extraktion und das genetische Erzeugungsverfahren. Große Hauptkammer, lebende DNA-Probe platzieren. Kleinere Nebenkammer tut das DNA-Gewebe platzieren. Das wäre zum Beispiel das Blut auf der Karte von Cake. Stammzellenschlitz, Stammzellenbehälter platzieren, Prozess durchführen. Okay, aber Cake hat ja keinen Zugang zu Area 52 gehabt. Deswegen nützt mir diese Karte von ihr vermutlich gar nichts. Was? Brauche ich eine Stammzelle von Trumps? Katzenähnliches Tier. Okay. Schneckenähnliches Tier. Und das? Einäugiges Tier. Es ist viel zu groß, um in diese kleine Box zu passen. Okay, also die Tiere müssen da rein. Brauche ich die noch für? Das muss da rein. Schließen. Okay. Jetzt brauchen wir noch den Stammzellen. Okay. Und jetzt. Starttaste. Ah, okay. Ein schneckenähnliches Tier. So, wenn ich jetzt die DNA kombiniere, schneckenähnliches Tier, komplett weiße Augen, das müsste ein bisschen blau sein. Also wenn ich die DNAs kombiniere mit diesen Tieren und mit diesen Karten, dann kriege ich Zugang zu dieser Kryogenik. Dafür brauche ich aber eine DNA von Trumps, nicht von Cake. Das war ja Cake, die da lag. Okay, wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt mal in Richtung Cakes Labor. Da hat ja John gesagt, dass ich da wäre. Oder rechnet sie nicht damit, dass ich. Ah doch, sie hat ja sich ja ausgegeben als Cake. Von dem Hirsch habe ich auch noch nichts gesehen. Oder von dem. Wie ist er? 1-2? Also auch weg. Okay, gehen wir jetzt zu Cake rein. Wollte sie doch nicht sein?
Da hat sie sich verblubbert. Also sie ist in ihrem Büro, weil sie ja Trump ist. Oh, endlich. Du bist hier. Du bist direkt vom Sicherheitsraum hierher gekommen, richtig? Hattest du nicht gesagt, wir würden uns in deinem Büro treffen? Habe ich das? Nein, ich sagte Trumps Büro. Nein, das sagtest du nicht. Da bin ich mir sicher. Sag mir, was hier passiert ist. Ich habe nicht die Absicht, dir etwas zu erzählen, was du nicht wissen musst. Es gibt nur eine schnell wachsende Zahl von Fragen. Um Himmels Willen. Ich habe es dir schon gesagt. Wir saßen im Labor fest, nachdem die Basis in den ILD-Modus übergegangen war. All unsere Ausbruchsversuche waren gescheitert und ich war mir sicher, dass ich da drin sterben würde. Also, ich denke, ich muss dir auch dafür danken, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. Jetzt muss ich dich fragen. Wer bist du? Ich bin Thomas Velmu, Captain des Spacefleet-Wissenschaftsschiffes Copernicus. Wie hast du diesen Ort gefunden? Mein Schiff hat diesen Sektor gescannt und ihn gefunden. Das sollte nicht möglich sein. Wusstest du, dass diese Einrichtung weit mehr als streng geheim ist? Da ein regelmäßiger Scan dieser gab? Nein. Nun, doch. Oh, also, wir haben hier ein Problem. Ich kann dich nicht einfach gehen lassen. Es gibt sogar einen ständigen Befehl, alle Unbefugten auf dem Stützpunkt zu beseitigen. Ernsthaft? Ja, laut Vorschrift müsste ich dich jetzt sofort töten. Ganz ruhig. Ich habe vielleicht eine andere Lösung für unser Dilemma. Was stellst du dir vor? Siehst du den Stand da drüben in der Ecke? Ihr privates Project. Nun, ja. Es ist ein kleines privates Projekt von mir. Was ist? Es ist eine Art Gedächtnislöscher. Es ist absolut sicher. Ich kann damit deine Erinnerung an diesen Ort löschen und danach bist du frei und kannst gehen. Es funktioniert bei allen Orten und ich kann ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit einstellen, ab der gelöscht werden soll. Und natürlich zahle ich dir die übliche Vergütung von 400 über die Teil. Okay. Also die hat mit dem Hörscherum gespielt und die hat mit dem One-Tune rumgespielt. Ich schau mal, ob ich eine Ladefunktion. Ja, ich kann laden. Die 400 Euro würden mir reichen für alles. Das ist natürlich moralisch höchst fragwürdig. Die Trumps hat wahrscheinlich die Cake getötet. Und dann machen sie ja irgendwelche genetischen Experimente. Aber solange sie nicht von dem Planeten wegkommen, ist es eigentlich auch egal. Und sie hat auch nicht alle Latten am Zaun. Wer weiß, was mich da noch erwartet. Ich probiere das mal. Und was sagst du? Sollen wir das tun? Das ist die einzige Möglichkeit. Ich probier's. Okay. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, hier rauszukommen. Im Zweifelsfall lade ich neu. Das ist toll. Aber ich brauche die Kohle. Hier. Zuerst musst du diesen Vertrag unterschreiben. Was für ein Vertrag? Nur der Standardvertrag für Testpersonen. Du versicherst, dass du zurechnungsfähig bist und den Test aus freiem Willen machst. Und dass du mit dem Standardvergütungsmodell einverstanden bist. Was ist das Standardvergütungsmodell? Sie besagt, dass alle Versuchspersonen nach dem Test 400 Euro erhalten sollten. In Ordnung. Bin ich einverstanden. Könntest du bitte in die Kammer da drüben gehen? Um Gottes Willen. Naja,
Also ob ich jetzt dem Alien über den Weg laufe, was mit Sicherheit der Fall gewesen wäre, oder jetzt, wir gucken mal. Okay, ich habe das Gerät jetzt mit einer Verzögerung von 3 Sekunden aktiviert. Aus der Düse über dir wird ein helles grünes Licht leuchten. Zu meiner eigenen Sicherheit werde ich während der Prozedur nach draußen gehen. Wir wollen nicht, dass Speicherplatz verloren geht. Wann immer du bereit bist, ziehst du einfach an der Kette über dir und der Countdown beginnt. Okay, kann ich noch was anderes machen? Nee, komm, ich setze dem hier ein Ende. Ich probiere das jetzt. Die 400 Geld sind wichtig. Okay. Lime und Peace sind besondere Planeten, auf denen du mehrmals landen kannst und sollst. Da bin ich mal gespannt. Tag 43. Im Orbit von leerer Raum. Was? Das 11 Tower, 11 Tower verloren. Ui, das ist viel. Was? Schiff? Ja, Captain? Was passiert hier? Was meinst du? Wie bin ich hierher gekommen? Geht es dir gut, Captain? Ah! Antwortet mir einfach bitte. Wie bin ich zurück zum Schiff gekommen? Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, genaue Antworten auf deine Fragen zu formulieren. Wir haben gerade unser Ziel erreicht. Welches Ziel? Das Ziel, zu dem wir aufgebrochen sind, nachdem wir den Planeten mit der Forschungseinrichtung verlassen hatten. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Planeten verlassen zu haben. Nein? Nein. Das ist merkwürdig. Ziemlich. Ich frage mich, erinnerst du dich daran, dass du mir nach deiner Ankunft auf dem Planeten genaue Anweisungen gegeben hast? Nein, tue ich nicht. Oh, welche Anweisungen habe ich dir gegeben? Du hast mir gesagt, ich solle alle Aufzeichnungen über diesen Planeten löschen. Du hast mich sogar dazu gebracht, den Ort auf der Sternenkarte zu löschen. Das war eine ziemlich schwierige Aufgabe, möchte ich hinzufügen. Ich habe mehrere Tage gebraucht, um herauszufinden, wie ich eine bestimmte Speicherdatei manipulieren kann, ohne den ganzen Rest zu zerstören. Okay. Was habe ich getan, als ich vom Planeten zurückkam? Du bist mit dem Shuttle zurückgekommen. Wie immer. Vielleicht nicht ganz so wie sonst. Was meinst du? Du warst außerordentlich gut gelaunt, hast gesungen und getanzt. Gesungen? Ja, ich konnte den Text nicht verstehen, aber du hast laut gelacht und erklärt, dass es Mozart war. Ich habe meine Datenbank durchsucht, kann aber keine Informationen finden, die belegen, dass ich erinnere mich an nichts davon. Ich habe alles im Videospeicher des Schiffes aufgezeichnet, falls du eine visuelle Zusammenfassung haben möchtest. Gott, nein, lösche sie sofort. Ja, Captain. Und was ist dann passiert? Nun, du hast dein Tanzprogramm hier im Cockpit beendet und dich hingesetzt. Nach einer Weile hast du mir dann die Anweisung gegeben und wir sind hier weggeflogen, hierher geflogen. Ich kann mich an nichts erinnern. Was könnte mit mir passiert sein? Ich bin nicht sicher. Vielleicht haben sie dich irgendwie beeinflusst, als du unten auf dem Planeten warst. Kannst du dich an irgendwas Seltsames von dort unten erinnern? Oh, warte, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Da war eine Zelle und ein riesiger Mann und der zwang mich in diese Zelle, glaube ich. Ich erinnere mich vage an eine Art Kampf, aber ich schätze es, er war zu stark für mich. Dann schalten sie die Maschine ein und arg, ich weiß nicht, es fühlt sich alles so verworren und zusammenhanglos an. Ich glaube, ich bereite besser einen Gehirnscan für dich vor, damit wir überprüfen können, ob sie dir etwas angetan haben. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Gut. Ich scanne das Schiff mein Gehirn. Geh einfach zum Biosessel. Geh einfach zum Biosessel. Das war das Ding, vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte. Ah, okay, das Labor. Freud erlitten. Okay. War eine ganz klare Entscheidung. Ich wollte das andere nicht. Also, ich wollte das Geld. Wir haben Zeit verloren, wir haben die Position verändert, aber wir haben Geld gewonnen. Ich wollte die Kohle. Und jetzt schauen wir mal schnell, erstens, wo wir sind. Und zweitens soll das Schiff mal einen Scan machen. Schiff. Ja, Captain. Ich bin jetzt bereit für meinen Hirnscan.
Okay, setz dich einfach und ich kümmere mich um den Rest. Starte Scan. Das Großhirn scheint in Ordnung zu sein. Überprüfe das Großhirn. Oh, ich sehe da ein paar massive Neuralrückstände, Captain. Was soll das heißen? Analysiere Rückstände. Das ist wunderschön. Was denn? Ich muss jetzt mal das Kamerabild ausmachen, weil ich oder das Bild ein bisschen heller. Moment, das muss ich erstmal schnell einrichten hier. So ist besser. Gut. So können wir es lassen. Bin ich zwar kaum noch zu sehen, aber es ist okay. Was denn? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Du wurdest mit einer großen Anzahl von Nanobots injiziert. Aber das Erstaunliche ist, dass wie diese Nanobots funktionieren. Sie können interagieren und die Kommunikation zwischen Neuronen unterbrechen. Kurz gefasst, mit ausreichend komplexer Programmierung können sie alle deine Gedanken, Erinnerungen oder auch Handlungen beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll. Das verstehe ich. Außerdem scheinen diese winzigen Roboter eine beträchtliche Menge Tromium zu enthalten. Tromium, das du in der Autoschmiede aus ihnen gewinnen kannst. Ich könnte versuchen, deine neuen Freunde aus ihrem alten neuen Haus zu vertreiben. Oder ich könnte sie füttern, falls du tapfer bist. Was? Hör auf! Du sollst meinen Kopf nicht als Brutstätte für mechanische Parasiten missbrauchen. Option Nummer 1, Schiff. Du scheinst zu zögern, Captain. Bist du sicher? Bitte entferne sie. Roger, bereithalten. Beginne den Entfernungsprozess. Der Schmerz, der darauf folgte, war für den Captain nicht mehr zu ertragen. Nach kurzer Zeit schalteten sein Körper und sein Gehirn komplett ab und es sah so aus, als wäre es für ihn vorbei. Aber das Schiff hat schnell reagiert, indem er einen gezielten elektrischen Impuls direkt an Wellmus Herz sendete, gelang es ihm, ihn neu zu starten, wie er später in seinem Bericht über den Vorfall schreiben sollte. Eieiei. Kurze Zeit später. Oh mein Gott, eine Vorwarnung über den Schmerz wäre schön gewesen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du das fühlen würdest. Nächstes Mal werde ich ein Betäubungsmittel verwenden. Ja, nächstes Mal. Okay. Jetzt haben wir Nanobots in der Fracht. Okay, also so schlecht scheint es doch alles gar nicht gelaufen zu sein im Moment. Wir haben also, ich muss jetzt mal ganz kurz das Licht anmachen. Und hoffentlich übersteuere das nicht komplett massiv. Sonst bin ich gleich nicht mehr zu sehen. So, das wird viel zu hell gewesen sein. So, jetzt müssen wir den Chroma Key wieder ein bisschen anpassen. Genau, und die Helligkeit ein bisschen rausnehmen. So, so geht's vielleicht. Ja, so ist okay. Also zurück zum Spiel. Also wir haben die Kohle, wir haben Tromium und wir können uns jetzt kaufen die Maschine und ein Sternfragment. Eigentlich alles cool. Wir müssen jetzt nur zusehen, wo wir sind. Ja, wir sind doch auf dem genau auf der Position. Ach nee, ein bisschen versetzt. Das war hier. Okay. Ja, das ist doch nicht so dramatisch. Wir hätten ja eh zurückfliegen müssen. So, aber wir schauen mal nach der Fracht. Wo war das? Autoschmiede. Aber die Autoschmiedesystem ist derzeit nicht verfügbar. Ich glaube, es wurde während der Transport zwischenfalls leicht beschädigt. Aber ich sollte in der Lage sein, es mit einer einzigen Energiekapsel zu reparieren. Kann ich eine Energiekapsel finden? Der einfachste Weg, Energie zu sammeln, ist, sie auf einer Handelsstation zu kaufen. Ich denke, dass sie hier ziemlich teuer sein können.
Wenn du verzweifelt bist oder einfach kein Geld mehr hast, würde ich dir empfehlen, uns in die Schlacht zu führen. Wenn ein Schiff explodiert, ist nicht ungewöhnlich, dass diese Dinger unversehrt bleiben. So, Kampfbeutel ist gerade. Na gut, okay. Also wir können jetzt die Nanobots mit Nanobots noch nichts anfangen, aber wir wollten sowieso zu dem Händler fliegen. Und dann denke ich, breche ich diese Episode hier auch ab. Okay, also ich habe echt kein gutes Gefühl mit dem Labor. Aber ich habe gesagt, es wird schwierige Entscheidungen geben, die alle der Prämisse folgen werden, dass wir so schnell wie möglich zurückkommen. Jetzt haben wir zwar 11 Tage verloren. Dafür aber werden wir Handelsstation. So. Also. Kontakt. So, baue eine Verbindung auf. Hallöchen, Kumpel. Sag mir einfach, wenn du etwas Interessantes findest. So. Da sind die 730. Genau, die brauchte ich. Und ich kann verkaufen. Das. Verkaufen. Wunderbar. Gibt es noch was anderes? Ja, das möchte ich gerne verkaufen. Das. Verkaufen. Und das verkaufen. Okay. Und dann sollen die auf ihrem Planeten VL624 Energiekapsel. Das geht doch, aber das wird heute noch gar nicht. Also okay, wir kaufen erstmal das Sternfragment. Das brauchen wir so oder so. Dann brauchen wir die Energiekapsel. Dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal zwei, oder? Sicherheitshalber. Okay. Und dann hätte ich gern noch das Maschinen-Upgrade. Gibt plus 5 Tempo. Okay. Nee. Verlassen. Ich glaube, ich bin fertig. Wiedersehen. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Computer. Schiffsausrüstung. Okay. Muss ich die noch irgendwie. Energiezellen, Sternwärme, das dann. Okay, dann bin ich, damit bin ich sehr zufrieden. Schön. An der Stelle, glaube ich, machen wir jetzt erstmal eine Pause. Und ich würde tatsächlich dann beim nächsten Mal von hier aus weiterfliegen. Ich denke, dass. Also ich ärgere mich über diese Entscheidung mit VL624 natürlich, weil Drums ist davongekommen mit dem Mord. Möglicherweise brauchten die anderen noch Hilfe, aber es sind tatsächlich zwei oder drei Leute. Zwei oder drei. Und wenn ich mir das Ganze hier ein bisschen anschaue, auf der Sternenkarte, zeige ich nochmal ganz kurz, worum es geht. Da. Außenposten Eden. 30.000 Menschen. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig da bin, um zum Beispiel diesen Außenposten zu schützen oder zu retten, sterben 30.000 Menschen und nicht nur drei. Nicht, dass man es gegeneinander aufwiegen könnte, aber ich. Also ich würde mich jetzt im Weiteren immer für die Erde entscheiden. Gut. Sei es drum, wir können es jetzt eh nicht rückgängig machen. Ich würde es auch nicht machen. Ich finde, das war eine gute Entscheidung, denn ich habe jetzt hier. Tatsächlich mit dem Schiffsupgrade bin ich schneller und ich habe ein Sternfragment kaufen können und über die Nanobots kriege ich wahrscheinlich noch Dromium, das höchst selten ist. Schön. Dabei belassen wir es mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Folge 3 und ich denke, wir fliegen dann Richtung Bulk du Swader, also das heißt der Absturzstelle von Glacis. Bin sehr gespannt, was das gibt. Und
Bin ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.